In den letzten Jahren konnten sich die Aktienmärkte auf eines verlassen. Es gibt den sogenannten Fed Put, also das Sicherheitsnetz der US-Notenbank unter die Märkte. Put in dem Sinn gebraucht, Absicherung, wie man sein Long Depot etwa mit Puts absichern kann. So war eben die Fed eine Art Versicherung gegen fallende Kurse. Und diese Versicherung hat zuletzt im Corona-Crash gegriffen, als die Fed ja nach deutlich einbrechenden Aktienmärkten, die das Problem mit Corona gar nicht wirklich erkannt hatten, lange gebraucht hatten, bis sie geschnallt haben, was da der Fall ist. Da ist die Notenbank dann massiv eingeschritten, Zinsen auf Null gesenkt, massive Liquidität in die Märkte gepumpt, um eben das Absaufen der Wirtschaft und der Aktienmärkte gleichzeitig zu vermeiden. Also letztmalig war da der Fed-Put 2020 ganz klar im Einsatz. Das Netz wurde gespannt und es war der Fall. Bereits 2019 allerdings hat eine Studie herausgefunden, dass es diesen Fed-Put wirklich gibt. Man hat sich nämlich die Protokolle der Notenbanksitzungen angeschaut und festgestellt, ja, es gibt diesen Fed-Put. Warum? Zwei Gründe dafür. Erstens der Vermögenseffekt, das heißt, wenn die Aktienmärkte hoch sind, dann fühlen sich die Leute reicher und konsumieren mehr. Das ist gut für die US-Wirtschaft, das ist so damals die Auffassung der US-Notenbank. Der zweite Effekt ist, dass die Kurse steigen, dadurch erscheinen Unternehmen besser aufgestellt, während ihre Aktienkurse hoch ist. Dementsprechend können sie günstiger Kredite aufnehmen. Auch das wollte die Fed ja lange, lange Zeit. Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Jetzt haben wir das Problem mit der Inflation und die Fed will vor allem über die sogenannten Financial Conditions, die Finanzierungskonditionen, wenn man so will, zu denen auch die Aktienmärkte gehören, die Inflation bekämpfen. Das zumindest hat sie relativ klar angedeutet. Deswegen ist wahrscheinlich auch eine sehr wichtige Frage für die Aktienmärkte, ja, wo ist er denn, der Fed-Put? Wo ist jetzt sozusagen das Auffangnetz für die Aktienmärkte an der Wall Street? Und da hat sich ein ehemaliges Fed-Mitglied geäußert, nämlich Richard Fisher, ehemaliger Dallas Fed-Chef, der gesagt hat, okay, ihr glaubt also jetzt noch, dass es den Fed-Put gibt, dass der ganz dicht unter dem Hintern der Aktienmärkte gespannt ist. Er sagte, das glaube ich nicht. Die Fed wird euch nicht ausbailen diesmal, denn der Strike-Price dieses Puts, also da, wo praktisch dann der Knockout passiert, der hat sich deutlich bewegt, has moved significantly. Also der hat sich deutlich nach unten bewegt. Denn, so argumentiert hier Fischer, ich glaube nicht, dass unter diesem Chair, also unter diesem Vorsitzenden, der selber aus dem Bankwesen kommt, und das tut ja Paul, oder aus dem Finanzmarktbereich kommt, dass der sich da nicht so schnell weichkochen lässt. Nur wenn wirklich die Wirtschaft abstürzen würde im Gefolge eines totalen Crashs der Aktienmärkte, dann würde die Fed einschreiten, sonst aber erstmal nicht. Heute auch ein Video von Robert Halver, der gesagt hat, ja, also die Fed, das ist ein bisschen Drohung und so, die machen aber nichts. Naja, aber es geht ja hier um diesen Fed-Put und der ist deutlich tiefer gelegt und das ist genau jetzt also das Sicherheitsnetz, was deutlich tiefer liegt. Das heißt, wenn die Aktienmärkte fallen, dann fallen sie auch gleich eine Etage tiefer, zumindest tiefer als in den letzten Jahrzehnten oder letzten Jahren, kann man vermuten. Diesen Zusammenhang etwa bringt auch Charlie McEligot von Nomura auf den Punkt. Der sagt also, aus meiner Sicht wird der S&P 500 eher auf 4250 nochmal fallen, als auf 4850 und damit ein neues Allzeithoch zu steigen. Denn, so sagt er, wenn die Equities, wenn die Aktienmärkte höher gehen, dann würden ja die Finanzkonditionen, die Financial Conditions wieder lockerer, laxer. Und genau das will ja die Fed eigentlich nicht. Die will ja die Finanzkonditionen, die Financial Conditions straffen. Dementsprechend würde die Fed dann, so Charlie McEligot, immer wieder ziemlich hawkisch auf die Pauke hauen und drohen den Märkten, denn sie wollen diese Financial Conditions straffen. Und wir sehen heute, dass zum Beispiel ja nach dieser fulminanten Rallye seit Freitag die Aktienmärkte gleichzeitig mit den Kryptomärkten unter Druck gekommen sind, mit den Meme-Stocks. Also das ist alles eine Soße, wenn man so will. Viele
tanzen nach der Musik der Liquidität, und wenn dann irgendwie was dazwischen kommt, dann fällt so ziemlich alles. Jedenfalls ist das, glaube ich, der entscheidende Punkt, den Charlie McElligott hier auch anspricht. Die Fed hat kein Interesse, dass sozusagen diese Euphorie an den Aktienmärkten wieder herrscht, und das hat Implikationen dann eben auch für die Aktienmärkte, dass wir fulminante Rallyes sehen können. Das haben wir ja erlebt jetzt seit Freitag, aber wohin führen diese Rallyes, das wollen wir uns gleich anschauen. Hier sehen wir mal den Household Net Worth, also das Nettovermögen der Amerikaners, die ja Aktien besitzen, die Immobilien besitzen, deren Preise ja in den letzten Jahren massiv gestiegen sind. Und hier ist so viel dazugekommen, dass wohl eine kleine Korrektur in diesem Chart sogar ganz gut wäre aus Sicht der Fed. Denn wo ist das große Problem? Es gibt zu wenig Angebot und zu viel Nachfrage, daher die Inflation. Wenn ich jetzt die Nachfrage ein bisschen drossele, dann wird das Problem mit der Inflation vielleicht auch ein bisschen geringer, sowohl die Überlegung der Fed. Insgesamt natürlich schwierig für die US-Notenbank, deutlich die Zinsen anzuheben. Die wird vielleicht so bis 1,5% kommen. Klar, viel mehr ist nicht drin angesichts der Verschuldung. Hier der Staat jetzt Mitte 30 Billionen verschuldet, erstmals die Grenze gerissen. Und insgesamt ja die Staats- oder die Verschuldung insgesamt der USA mit Privathaushalten, mit Firmenverschuldung etc. ja bei deutlich über 80 Billionen Dollar inzwischen. Und das große Problem ist der Amerikaner, dass die Schulden deutlich schneller wachsen als die Wirtschaft. Wir haben jetzt in den letzten 15 Jahren die Wirtschaft durchschnittlich 3,6% gewachsen pro Jahr, aber die Schulden 8,6%. Da ist also eine Lücke von 5%. Das ist nicht unerheblich jetzt. Die Staatsverschuldung der USA 125% zum BIP aktuell. Und wir sehen, dass hier ja da eine gewisse Nervosität war. Im Januar ist Geld abgeflossen aus den Aktienmärkten, das erste Mal seit langer, langer Zeit, während im Bloomberg Commodity Index, der heute ein neues Allzeithoch erreicht hat, hier praktisch oder zumindest ein Mehrjahreshoch erreicht hat, erstmals über 110 gestiegen seit langer, langer Zeit. Der ist jetzt um 85% auch gestiegen seit April 2020. Das war damals das Tief. Also wir sehen auch, die Rohstoffmärkte, die laufen ganz gut, weil man eben sich sagt, naja, wenn Inflation ist, dann brauchen die Leute Güter. Güter sind knapp. Rohstoffe brauchen wir für die Herstellung von Gütern. Dementsprechend ist das derzeit eben deutlich besser gelaufen, jetzt zumindest im Januar, als die Aktienmärkte. Aber wir hatten natürlich jetzt seit Freitag diese Rallye. Das war der größte Viertagesgewinn, etwa für den S&P 500 seit November 2020. Und wir sehen, da waren viele Putkäufe auch mit verantwortlich. Das heißt, diese Puts, die kommen unter Druck. Da wird dann der eine oder andere sagen, da stelle ich jetzt lieber mal besser glatt. Und dann damit treten die dann als Käufer auf. Und Sven Hendrik sagt hier durchaus zynisch, also wenn es so weitergeht mit steigenden Aktienmärkten, dann müssen die Amerikaner irgendwann wieder anfangen zu arbeiten. Gott behüte, das will ja keiner. Aber das ist wirklich ein Thema, es fehlen Arbeitskräfte in den USA, deswegen wäre das vielleicht gar nicht so schlecht aus übergeordneter Sicht. Hier sehen wir mal den S&P 500 mit gleitenden Durchschnitten. Ich will Ihnen das nur ganz kurz zeigen, denn diese gleitenden Durchschnitte sind wichtig. Heute sind wir an den 100er angestoßen und da erstmal nicht drüber gekommen. Insgesamt sehen wir, dass diese Arbeitskosten, wie ich das vorhin schon angesprochen hatte, ein echter Faktor sind, sind wir unten in dieser Grafik. Da ist praktisch die Betonung der Arbeitskosten, der direkt in die Marge geht, der Unternehmen wird immer stärker. Das ist ein Riesenfaktor. Und oben sehen wir mal den Anteil der S&P-Firmen, die die Margenerwartungen in ihren Zahlen übertreffen. Und dieser Anteil ist doch relativ deutlich rückläufig, nachdem es lange Zeit nach oben ging. PayPal ist dafür ein Beispiel. Die hatten ja gestern Zahlen gemeldet und haben Folgendes gesagt. Der Effekt der inflationären Preissteigerungen kombiniert mit dem Mangel an Stimulus, Helikopterschecks, hatte Auswirkungen auf Spending, also auf die Ausgabefreude der Amerikaner, und das trifft vor allem die Lower Income Cohorts, also praktisch die weniger verdienen. Die haben dann eben, die sind eh knapp auf Kante genäht, die leben von der Hand in den Mund, und wenn da ein paar Dollars fehlen, dann gehen die eben nicht mehr einkaufen, und das spürt jetzt PayPal, und PayPal wird eines der ersten Unternehmen sein, die das so klar sagen. Starbucks hat es ähnlich gesagt, gestern nach Vorlage der Zahlen, auch die Aktie
schwach, während ja gestern vor allem Google und AMD deutlich gestiegen sind. Arbeitsmarktbericht, heute ADP-Arbeitsmarktbericht, wenn man so will, eine Art Vorausschau auf das, was am Freitag mit den großen Arbeitsmarktdaten kommt. Minus 301.000, das war ein ziemlicher Schocker. Aber okay, damit war zu rechnen, dass wahrscheinlich auch oder ist zu rechnen, dass die Arbeitsmarktdaten am Freitag in den USA schlecht ausfallen werden. Aber was auffallend ist, es sind vor allem die Small Businesses, die kleinen Firmen, die am meisten hier verlieren, die am meisten Stellen verlieren. Die trifft es also am härtesten. Wahrscheinlich so die These ist das vorübergehend. Wir werden sehen. Jetzt kommen wir mal nach Europa, also verlassen die USA. Und kommen zum Thema Energie und Inflation. Wir fangen mal mit der Energie an. Hier hat Gazprom das erste Mal seit 42 Tagen Kapazitäten für die Jamal-Pipeline gebucht. Man wollte also mal wieder Gas durch Polen schicken. Das hat man, wie gesagt, 42 Tage lang nicht gemacht. Wurde keins bestellt oder keine Ahnung, keins geliefert, so genau weiß man es nicht. Wahrscheinlich wurde es schlichtweg nicht bestellt. Jedenfalls dann ist kurz mal Gas geflossen nach diesen 42 Tagen, also ist geströmt, genauer gesagt. Aber kurze Zeit danach war wieder Schluss. Und wer unter uns, Putin hatte ja bei Orban, den er jetzt gestern besucht hat, gesagt, also die Ungarn werden in 2 Jahren keine Probleme haben mit ihrer Gasversorgung. Unsere europäischen Freunde, so hat er es gesagt, oder Alliierten, die könnten da ein Problem haben. Das war eine ziemlich indirekte Drohung. Das war sozusagen das abgeschnittene Schweinshohr, das den Europäern hier nach Hause geschickt wurde. Jedenfalls sehen wir, dass die Steigerungen des Gaspreises und den Artikel, meine Damen und Herren, den werde ich Ihnen, das sei nur schon mal angekündigt, nehme ich über Gas, über Polen nach Deutschland, unter dem Video verlinken. Jedenfalls sehen wir, dass die CO2-Zertifikatepreise ein neues Allzeithoch heute erreicht haben mit über 93 Euro pro Tonne. Warum? Weil der Gaspreis eben so stark gestiegen ist, weswegen die Märkte wieder auf Kohle umsteigen, also auf Energieträger, die sehr CO2-intensiv sind. Jetzt steigen eben die CO2-Emissionspreise. Das ist so eine Art kirchenhistorisch, könnte man das als moderne Form des Ablasshandels bezeichnen, nicht wahr? Und das sind ja faktisch dann auch wieder Kosten für die Unternehmen, denn die Unternehmen müssen diese Preise bezahlen. Jetzt geht das wieder entweder auf die Marge oder sie sagen den Konsumenten, ja, Entschuldigung, unsere Kosten sind gestiegen. Also aus Ablasshandel entsteht Inflation. Und siehe da, wir hatten heute die Verbraucherpreise in der Eurozone 5,1% statt 4,4% erwartet. Gut, wir hatten kürzlich schon Deutschland und Frankreich mit den Zahlen, dass das in Richtung 5% gehen würde und nicht 4,4%. Wir prognostizieren, das war klar. Aber dass wir jetzt das Allzeithoch erreicht haben, noch niemals gab es eine Inflation von 5,1% zum Vorjahr seit Bestehen der Eurozone, also seit und bei 3 Serge. Gleichzeitig schüttet die FED, die EZB genauer gesagt, noch fleißig Benzin ins Feuer, indem sie weiter Quantitative Easing betreibt, indem sie ihre Bilanzsumme ausweitet. Inflation ist transitory, Madame Lagarde, so transitory, dass es dich bald ganz schwer wundern wird. Und da gibt es ja den Hafensänger der EZB, das ist Marcello Fraccherino, der sagt, ah, entspannt euch einmal, gell, es ist ja nur der Energiepreis, der gestiegen ist. Also kein Grund zu hyperventilieren, das hatte der gute Marcello getwittert. Dann hat Jörg Krämer mal berechtigt festgestellt, nö, das ist auch ohne Energie, Nahrung und Genussmittel, wären die Preise um 0,8% gestiegen zum Vormonat. Und das ist ein heftiger Schnaps eigentlich. Also die These von Marcello Fraccherino ist mal wieder halbrichtig, also falsch. Hyperventilieren, das sind also dann die Hyperventilierer, die da wieder sich maßlos aufregen. Zu denen zähle ich zum Beispiel, da habe ich gleich einmal einen Artikel darüber geschrieben. Inflation in Eurozone auf Allzeithoch, Nackenschlag für die EZB, auch unter dem Video, meine Damen und Herren, also schon der zweite. Und jeder zweite ist das Stichwort auch. Es gab eine Umfrage der Schufa, die die Welt jetzt veröffentlicht hat, die Zeitung Die Welt. Jeder zweite fürchtet um seinen Lebensstandard. Vielen fehlt der finanzielle Spielraum, um steigende Preise auffangen zu können. Zahlreiche Befragte rechnen mit einem persönlichen Krisenjahr. Geld, die hyperventilieren also, wie der Marcello sagt, gell? Also manchmal könnte ich links und rechts praktisch einmal argumentativ beiseite stehen, die Marcello, gell? Also es ist schon eine Arroganz. Und wenn wir uns insgesamt jetzt mal die Situation anschauen in Deutschland mit dieser Inflation, dann hat der Bjarne Bartocha sehr, sehr Gutes festgestellt. Er sagt nämlich hier,
Deutschland wird sein Wohlstandsniveau wohl kaum halten können, denn erstens haben wir eine erodierende Erwerbsbevölkerung, Demografie, Babyboomer gehen in Rente, deutlich zurückgehende Produktivitätsfortschritte, zurückgehendes Bildungsniveau. Da kann ich mich in Hamburg an meinen Söhnen davon überzeugen. Ich habe nur das bayerische Abitur gemacht, gell? Ja, das waren noch Zeiten, aber ich wünsche mir sie nicht zurück. Verfallende Infrastruktur, zweithöchste Abgabenlast, was die Steuer betrifft, vor allem der Mittelstand wird da geschröpft und die Selbstständigen, man ist ja freiwillig fürs Finanzamt, wenn man selbstständig ist, ein nicht nachhaltiges Rentensystem, oh ja. Und dann haben wir noch ein labiles Währungsumfeld, in dem wir, nämlich die Deutschen, die Hauptfinanzierer sind, Target-2-Forderungen und Schuldenunion. Und wir haben noch die ineffizienteste Energiewende der Welt, Stupid German Politicians, Financial Times, Zitat. Und wir sind Gläubiger in einer überschuldeten Welt und riskieren damit Zahlungsausfälle. Das ist eine ziemlich dichte Beschreibung, würde ich sagen, was derzeit da der Fall ist. Dichte Beschreibung, was die US-Märkte betrifft, die hat der Rüdiger Born abgegeben. Der sagt, wir sind jetzt in einem Cluster. Da wird sich jetzt entscheiden, was passieren wird. Und wenn Sie wissen wollen, welche Richtung wahrscheinlicher ist als die andere, dann verweise ich drittens auf das Video von Rüdiger Born, wo er das erklärt, was damit gemeint ist. Also ich habe heute drei Dinge unter dem Artikel, unter dem Video hier verlinkt. Jetzt sagen Sie, der Fugmann nervt, gell? Also wie kommt der drei Sachen da empfehlen? Aber Sie können sich ja aussuchen, entweder Gas oder US-Indizes oder Inflation, je nach persönlichem Interessensgebiet, gell? Also schauen Sie mal halt, was die Zeit hier gibt. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Eine interessante Zeit steht uns jetzt bevor, was die Aktienmärkte betrifft, die in bestimmte Cluster gelaufen sind. Dementsprechend steht jetzt die Entscheidung an. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.